Nochmals Hallo zu On The Grid, Claudio Schiesel, neben mir Marcel Bloder. Du bist Präsident vom hiesigen Kajakclub. Der Peter tut das immer so gerne ansprechen. Um was geht es bei der Veranstaltung, die jetzt am Wochenende ist? Das ist ja die Staatsmeisterschaft. Und was macht sie da eigentlich? Also das ist der dritte von drei Staatsmeisterschaftsläufen im Kajak-Freestyle. Und da geht es darum, dass man in 45 Sekunden so viele Figuren wie möglich macht, um so hohe wie mögliche Punkteanzahl zu erreichen. Wichtig dabei ist, dass die Figuren, die werden in der Walze oder in der Welle gefahren, dass die auch in der Welle gelandet werden. Jede Figur zählt einmal auf eine Seite und es gibt drei Schiedsrichter, die das bewerten, nach einer Punkte, also nach einer Figurenliste. Und die Judges, die Schiedsrichter, entscheiden nur, ob ja oder nein, ob die Figuren zählen oder nicht und welche Boni zu vergeben sind. Also es ist nicht so, dass es jetzt von 0 bis 10 oder was weiß ich, irgend so eine Bewertung gibt, sondern es gibt nur ein klares Ja oder Nein zu den Figuren.